Freunde, wir müssen reden und zwar über die gesamte Situation, die wir in den letzten 2 Wochen haben und die zu eskalieren droht, über Abmahnungen, Strafanträge, Beleidigung und letztlich Artikel 5 des Grundgesetzes, die freie Meinungsäußerung. Denn da gibt es jetzt eine Aussage von Nancy Faeser und die möchte ich euch nicht vorenthalten, denn die zeigt ganz deutlich, wessen Kind unsere Bundesinnenministerin ist. Und eins vorweg, es wird euch, naja, Teile von euch zumindest erschüttern. Wie nennt ihr das, wenn morgens um 6 Uhr mit Sonnenaufgang die Polizei bei euch vor der Tür steht und euch mitteilt unter wedelndem Papier, dass es eine Hausdurchsuchung gibt und man sie bitte hineinlassen müsste? Ja, das ist so eine Frage, die habe ich mir in der Tat auch gestellt, aus gegebenem Anlass. Was würde man tun, wenn so eine Situation eintritt und man es mit der Staatsgewalt zu tun bekommt? Und aus dem Grund, gerade als Journalist und in dem Zusammenhang, mein Name ist übrigens Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, dann lasst doch bitte ein Abo da, denn dann erfahrt ihr nicht nur alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht, sondern auch jene Dinge, die in Deutschland gerne unter den Tisch gekehrt werden, weil es nicht dem linken Narrativ entspricht. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und mittlerweile sind es weit über 20.000 Abonnenten, die uns hier regelmäßig folgen und unsere täglichen Beiträge schauen. Das könnt ihr auch tun, also einfach abonnieren. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Wir wissen, dass wir hart am Wind segeln, weil viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, aufgrund unserer Positionierung nicht im Sinne der aktuellen Regierung sind. Was heißt das im Klartext nun? Ganz einfach, aufgrund meines Alters, meiner Erziehung und meiner kultivierten Werte ist meine geistige Haltung rechts der Mitte zu verorten. Die ist da zu verorten und zwar in einem Bereich, in dem Werte wie Familie, Sicherheit, Tradition und Leistung eine Rolle spielen. Und dazu stehe ich. Und das sind auch die Themen, mit denen ich mich systematisch und strukturiert im Rahmen meiner journalistischen Arbeit beschäftige. Dass ich damit Gefahr laufe, dass irgendwann der Staatsapparat hier mit ganzer Härte zuschlägt, das weiß ich. Warum? Nun, ich höre unserer Innenministerin sehr sorgfältig zu. Und sie hat jetzt im Zuge einer Kampagne, die das Bundesinnenministerium losgetreten hat, da ging es dann um Hass und Hetze gegen Antisemitismus oder gegen Juden, ging es darum, dass man Polizeimaßnahmen initiiert hat. Warum? Das ist eine gute Frage, denn die meisten dieser Kampagnen, also dieser Vorgänge, die man hier jetzt überprüft hat, fanden ja online statt. Warum schicke ich dann, wenn ein Ereignis sich online abbildet, wo man mit Screenshots einen Strafantrag stellen kann, einen Vorgang anschieben kann, warum führe ich da Hausdurchsuchungen durch und welches Stilmittel sind Hausdurchsuchungen? Erinnert ihr euch vielleicht noch an Filme, die sich mit der Gestapo beschäftigen oder mit der Stasi? Wie oft habt ihr da im Morgengrauen dieses Pochen, dieses Klopfen an der Tür und draußen heißt es Staatssicherheit, öffnen Sie diese Tür? Genau dieses Momentum muss offensichtlich auch Nancy Faeser vor Augen gehabt haben, als sie dafür geworben hat, dass an einem konkreten Tag an verschiedenen Orten, genau genommen an 130 Orten, polizeiliche Maßnahmen in der frühen Morgenzeit losgetreten wurden. Ich lese euch mal das Statement vor, mit dem sie sich feiern ließ im Rahmen einer Presserunde. Fast 130 Polizeimaßnahmen gegen Judenhass heute sind genau das harte Vorgehen, das wir brauchen. Wenn die Polizei vor der Tür steht, wird jedem Täter klar, dass Hasskriminalität Konsequenzen hat. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, wie Faeser Vorgehen gegen Antisemitismus aussieht, sie spricht es hier offen aus, es ist ein vorverurteilter Staat, ein vorverurteilender Staat, der Ermittlungen als Einschüchterung sieht. Das ist das Wesen von autoritären Regimen.
bestrafe einen, erziehen Hunderte. Die Einschüchterung, die Durchsetzung der Gesellschaft mit der Angst, auch nur durch Zufall ins Visier des Staates zu geraten, das systematische Abtragen des Gefühls der Rechtssicherheit, das Bürger mutig macht und kritisch. Gruselig ist das beste Wort, was einem einfällt, wenn man daran denkt, dass die Staatsanwaltschaft in Bamberg zum Beispiel bei einem Mann mit einem Kind mit Down-Syndrom morgens geklingelt hat und um die Herausgabe aller elektronischen Geräte gebeten hat. Zugegebenermaßen, die Polizisten vor Ort waren höflich, waren nett, haben aber trotzdem diese Maßnahme realisiert. Ähnliches übrigens in einem weitaus dramatischeren Maße wieder Hauptakteurin Nancy Faeser. Wir erinnern uns alle noch die Erstürmung der Redaktionsräume von Compact Mitte diesen Jahres im Sommer. Auch hier, und hier sind gleich zwei Komponenten von ihr umgesetzt worden. Das Verbotsverfahren ging einher mit einer Razzia. Aber zu der Razzia hat man auch ein mobiles Einsatzkommando der Presse geschickt. Denn die Presse war informiert, die muss vorinformiert worden sein. Denn wenn man den zeitlichen Ablauf kontrolliert, stellt man fest, dass Teile der vorhandenen Journalie ihre Presseartikel so zeitnah publiziert hat, und zwar satzreif publiziert hat, dass hier die Artikel schon vorgeschrieben sein müssen. Das heißt, ich arbeite mit Polizei als einem Element, was im sozialen Umfeld auffällt. Stellt euch mal vor, bei euch in der Straße würden Einsatzfahrzeuge der Schutzpolizei oder der Polizei halten. Die Polizisten würden aussteigen. Die würden an dem Gartentürchen klingeln, würden bei euch vor der Haustür stehen und würden dann Kartons raustragen. Was würden dann eure Nachbarn sagen? Was wäre mit eurer Reputation im Pfarrgemeinderat, in der Schule der Kinder? All das verbirgt sich dahinter, wenn Nancy Faeser Folgendes sagt, und ich zitiere nochmal den Eingangssatz von ihr. Wenn die Polizei vor der Tür steht, wird jedem Täter klar, dass Hasskriminalität Konsequenzen hat. Es geht ihr nicht darum, dass die Polizisten im Rahmen ihrer Ausübung, ihrer Tätigkeit Beweismaterial sichert. Nein, es geht um das theatralische, gestaltende Element der Angst und der Propaganda, wenn Polizisten hier missbraucht werden im Rahmen ihrer öffentlichen Wahrnehmung als Instrument. Im Zuge dessen hat sie übrigens, obwohl sie Juristin ist, noch einen Fehler gemacht, der wirklich bemerkenswert ist und der ihr Rechtsverständnis zeigt. Und das macht mir Angst, wenn eine ausgebildete, studierte Juristin nicht weiß, dass in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt. Als Journalist bin ich darin ausgebildet worden, wann der Begriff Täter verwendet werden darf und welche Konsequenzen es hat, wenn wir eben nicht diese Verklausulierung schreiben. Selbst wenn ein Täter auf frischer Tat oder bei frischer Tat ertappt wurde, gilt insoweit die Unschuldsvermutung, als dass vom mutmaßlichen Täter gesprochen werden muss, bis es zu einer rechtskräftigen Verurteilung gekommen ist. Der Anfangsverdacht muss so begründet sein, dass wir hier mit vorauseilendem Gehorsam die Staatsanwaltschaft in Bamberg von irgendjemandem, von einem Richter, einen Durchsuchungsbefehl erhält. Denn das ist die Grundlage für eine Hausdurchsuchung. Ohne richterlichen Beschluss keine Hausdurchsuchung. Die muss beantragt werden von der Staatsanwaltschaft. Diese Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden dem Innenministerium gegenüber. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Hausdurchsuchungen mittlerweile ein Stilmittel sind. Es ist ein Stilmittel, um Gewalt auszuüben. Und überlegt euch mal, wie oft ihr aus den woken linken Kreisen gehört habt, ja, man verbietet doch niemandem etwas zu sagen. Bei uns gilt doch Artikel 5 des Grundgesetzes. Meinungsfreiheit, du kannst doch alles sagen. Ja, aber mittlerweile ist es nicht nur die Cancel Culture und die Tatsache, dass du persönlich in deinem sozialen Umfeld Konsequenzen hast, wenn du das tust, sondern offensichtlich bei der Flut, bei diesem ganzen Tsunami an Strafanträgen, allen voran von Robert Habeck und Annalena Baerbock, haben wir eine Situation, dass es auch rechtliche Konsequenzen gibt, wenn du versuchst, von deinem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch zu machen.
Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das seht und was ihr davon haltet, dass Nancy Faeser die Polizei als Sturmtruppe einsetzt, um Angst zu verbreiten und daraus noch nicht einmal einen Hehl macht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Denkt bitte drüber nach. Und noch sind es 93 Tage bis zum 23. Februar, dem Tag, an dem Deutschland abrechnet. Der Gang zur Urne sollte auf jeden Fall die politische Beerdigung unserer Innenministerin beinhalten. Die Urne, die sollte man sorgfältig bestatten. In diesem Sinne, ich meine übrigens bewusst nur politisch, das Ende einer politischen Karriere, die man zu Grabe trägt. Also es ist eine Metapher. Es ist nichts anderes als eine Metapher. Und ihr seht, das ist genau das, was passiert, wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ciao for now, euer Chris.